So. Nach Windhelm wollen wir ja nicht. Aber laut dieser Karte von Katria müsste der nächste Splitter irgendwo hier oben sein. Und dann sollten wir diesen Splitter finden können. Und wenn ich richtig gezählt habe, was ich meistens kann, dann fehlt mir nur noch einer. Und dann sollten wir die sagenumwobene ätherische Schmiede finden können. Die Frage ist nur, ob wir die einzigen sind, die danach suchen. Oder ob wir auch hier wieder mit regionalen Schatzjägern und sicher auch noch mit anderen konkurrenzieren müssen. Das ist die Frage. Ich höre einen Drachen. Hm. Okay, das ist nur ein Hase. Davor müssen wir uns nicht fürchten. Hm. Eigentlich müssten die Drachen uns ja eigentlich akzeptieren, seitdem wir ihren Gottanführer getötet haben und die Überreste von Serana getragen werden. Ja, der bewacht da seine das Gunma? Pride and honor are above logic and reason for Stormcloaks. Their impatience weakens the Empire. Ein Drache und Riesen. Ja, die lassen wir die lokale Flora und Fauna mal Flora und Fauna sein. Der Drache wird sich ja wohl nicht. Haben wir beide ein Problem? Lass dir deine Beute. Eigentlich könnten wir uns gut mit Riesen anlegen. Aber ich bin nicht hier, um. Unglaublich. Hier zu reisen ist nicht gerade was hat auch er rausfinden müssen. Verdammt. Mal ob wir hier reinkommen. Sehr schön. Oh. Ja. Bücher, die Wolfskönigin, Buch der Dedra. Ja. Wie gesagt, ich bin größeren Fischen auf der Spur. Nicht mit einem Drachen. Sollte er aber zum Problem werden für das Reich. Banditen. Hm. Ich habe meine Abenteuertruppe zu sein. Naja. Ich bin da. Das hier oben müsste es sein. Laut der Karte. Müsste hier irgendwo eine Treppe hochführen. Die uns zu einer Dwemer-Ruine führen sollte. Ja, hier ist was. Mietzekätzchen.
wir da schnell die umliegenden Weg benutze. Das müsste es sein. Das scheint mir tatsächlich eine Dwemer-Ruine zu sein. Frage ist nur, sind wir die einzigen, die sich hierhin verirrt haben? Man wird es sehen. Hier scheint nur eine Art Balkon zu sein. Hier ist etwas. Hier oben scheint der Haupt. Was ist hier? Schauen wir uns doch hier zuerst mal um. Lagerraum. Ah, Katria ist ja schon hier. Da seid ihr ja. Ja. Geht mir doch bitte bei dieser Tür zur Hand. Könnt ihr nicht einfach hindurchlaufen? Ist auch noch eine Tür. Schauen wir mal. Oh. Anhieb reingekommen. Alles voller Dwemer-Metall. Für das die Dwemer solche Atheisten waren, haben sie komischerweise viele Amulette von Göttern bei sich in Truhen. Hm. Ein Expertenschloss. Hm. Das muss es sein. Therim-Splitter. Donnerkeils. So. Danke nochmals für eure Hilfe. Das ist der letzte, oder? Ja. Es ist höchste Zeit. Wir treffen uns bei der Schmiede. Okay. Jetzt müssten wir nur noch... Nibra? I know what you're thinking. Don't do it. Doch, doch. Könnt ihr was für mich tragen? Maybe if you drank more milk, you could carry more. Ich glaube nicht, dass das mit Milch zu tun hat. Wo haben wir es denn? Da, sehr schön. Sonst habe ich euch ja alles gegeben. Gut, weiter geht's. Onward. Jawohl. So, suchen wir. Die Ethereum-Schmiede. Ich kann mich erinnern, laut der Wegbeschreibung war die Ethereum-Schmiede, glaube ich, hier, laut ihrem Tagebuch, in der Nähe von Riften, hier im Wald, glaube ich. Hier hinten geht's zu der Dämmerwacht. Da muss ich nicht hin, das weiß ich. In der Nähe von Schoas Stein. Vielmehr war irgendwo hier. Könnt ihr noch mal schauen in Katrias Tagebuch. Also. Mal doch mal sehen. Beide haben wir gefunden. 1 und 2. 3, 4. Naja, schauen wir mal in der Nähe von Schoas Stein, was wir dort finden. Was haben wir da? Spinnen, natürlich.
Kaum mal wieder hier. Ja. Macht ihr super. Also, schauen wir uns das nochmal an. Das müsste ja irgendwo hier sein. Können wir hier eigentlich über den Hügel rüber? Glaube ich zumindest. Dämmerwacht. Gut, dass die Leute patrouillieren. Genau. Ah. Ork-Freunde. Entweder ist es nach Festung Grünwall oder hier drüben. Hier führt ein Weg entlang. Ich wäre dafür, wir gehen hier mal durch den Wald. Schauen, ob wir darauf stoßen. Weil Festung Grünwall ist ja meist von Banditen durchtränkt. Und da habe ich keine Lust, mich auch noch damit anzulegen. So können wir das umgehen. Also schauen wir mal, ob wir hier was finden. Da hinten ist eine Höhle, das ist es definitiv nicht. Ich dachte irgendwo hier, in dieser Senke, weil hier kann es nicht sein. Dort auf dieser kleinen Insel vermute ich es auch nicht. Ein Bär. Ah, hier ist der Hügel. Das ist so eine natürliche Grenze. Schauen wir mal, ob wir vom Hügel etwas sehen können. Könnte uns vielleicht weiterhelfen. Irgendwo hier. Es müsste ja wie eine... Jäger? Banditen? Ah, Jäger. Seid verdammt. Nicht zu freundlich beim Vorbeilaufen. Also, das hier wird es nicht sein. Ihr seid tot. Nein. Ich glaube nicht, dass ich tot bin. Scheint hier irgendetwas... Ja, das ist die Nebelwacht. Da muss ich nicht hin. Vielleicht hier irgendwo am Fluss. Unten. Always a tinge of sadness when the battle ended. Das hier drüben können wir ausschließen. Das ist ein Anwesen. Da muss ich nicht hin. Da hinten ist ein befestigter Turm. Definitiv Banditenversteck. Da hinten ist etwas. Müsste ein Konstrukt sein. Vielleicht hier, am Hügel entlang. Da hinten ist ein Haus. Schwierig, wenn wir keine genaue Bezeichnung haben. Schauen wir mal, ob wir hier in der Senke etwas finden können. Da hinten vielleicht. Sieht mir aus wie ein Dwemer-Konstrukt. Mitten im Wald. Da
könnten wir vielleicht Glück haben. Ah ja. Bis hierher und nicht weiter. Ihr hättet nie herkommen sollen. Ah! Gut. Ah. Was ist los? Okay. Nicht schlecht, aber nicht das, was wir suchen. Aber definitiv Dwemer-Konstrukt. Das heißt, wir sind hier der richtigen. Wir sollten hier auf der richtigen Fährte sein. Hier sind wir wieder in der Nähe von Schorstein. Sind wir auf dem Weg zu der Festung? Da wollte ich ja nicht hin. Aber ich spüre, dass das hier irgendwo in der Nähe sein muss. Irgendwo hier, glaube ich, es verorten zu können. Laut Katrias Tagebuch. Okay, falscher Alarm. Balmor ranks are filled with more pure blooded elves. The lower castes make up the main Dominion army. Wer hätte es gedacht? Ja, so sollten wir. Es ist natürlich schwierig, eine uralte Schmiede ohne jegliche Wegpunkte finden zu können. Aber ich gebe nicht auf. Das. Ah. Ekeldinger, okay. Dann kommt her. Gut. Wah. Ekelding. Na komm her. Auf weg zu Eiern. Ist dein Haus? Hm. Sehr vertrauenswürdig zu sein. Hm. Ich sehe hier aber nichts, was irgendeine Dwemer-Architektur ähnlich sehen würde. Hm. Okay, jetzt haben wir hier die große Senke. Eine Schmiede braucht Unmengen an Holz, wenn man es mit Holz betreibt. Also wäre sie doch mitten im Wald zu bauen. Eine intelligente Idee. Frage ist nur, wo man sowas bauen würde. Hm. Das ist die Frage. Oh. Ist in Ordnung, Spriggan. Gehört dir. Vielleicht hier unten? Hm.
wie ein Troll getötet. Wir beide haben ja keine Probleme miteinander. Und hier sind wir schon in einer Stadt wieder. Schwierig. Und sich jetzt doch mit den Spriggans am bekämpfen. Lass uns noch mal die Karte anschauen und schauen, wie wir hier weiterkommen. So. Also, wir müssen hier, glaube ich, über den Fluss. Müssten wir schon am richtigen Ort eigentlich sein. Weit weg kann das Ganze nicht mehr sein. Jetzt. Irgendwo hier drüben müsste es laut Katrias Tagebuch sein. Nehmen wir schon mal die Straße, wenn wir sie nehmen können. Alleine unterwegs. Und das in voller Bosma-Ausstattung. Söldner. So, sind wir gespannt, ob dieses... Was ist hier los? Okay. Man fürchtet sich. Vor was auch immer. Tote Banditen. Interessant. Da muss wohl jemand vor mir hier gewesen sein. Vielleicht hier drüben. Sie sagt zwar was von unleserlichen Diagrammen. Oh, das wird euch eine Lehre sein. Ja, das ist Wema-Architektur. Immer noch genug nahe am Wald, um die Schmiede betreiben zu können. Sieht vielversprechend aus. Woher seid ihr gekommen? Okay, wir haben es hier mit Banditen zu tun. Okay, dann schlag mal zu. Weg mit euch! Geld. Das wird euch eine Lehre sein. Gut. Gut ausgerüstet sind sie. Katria. So. Ihr habt es geschafft. Und ihr habt die Splitter mitgebracht. Ja. Ich hab sie. Was sollen wir nun tun? Seht euch das Gerät hier an. Das Zahnrad in der Mitte hat genau die richtige Größe. Steckt die Splitter einmal dort hinein und wartet ab, was passiert. Gut. Schauen wir mal, was passiert.
es zerstören? Was zum... Zurück, schnell! In Hammerfell, it looked like you were fighting the whole population. Es ist wahr. Es ist alles wahr. Kommt, sehen wir sie uns an. Wow. Okay. Das hat länger als sonst gedauert. Wie tief sind wir? Ziemlich tief wahrscheinlich. Und wir sind die Ersten nach über Tausenden von Jahren, die hier einen Fuß reinsetzen. Automatisches Licht. Bei den Göttern. Wenn man sich vorstellt, seit 4000 Jahren war hier keine Seele. Eben. Und das gefällt mir nicht. Keine Ahnung, was sich da alles eingenistet hat in der Zeit. Statue. Falscher Alarm. Unglaublich. Alte Zeit. Aber auch hier ist der Zahn der Zeit nicht spurlos daran vorbeigegangen. Hier war mal ein weiterer Durchgang. Die Tür ist fest verschlossen. Ich wette, mit diesen Resonatoren bekommt man sie auf. Resonatoren? Only good thing a Nord can cook is stew. Ah. Sehe, was ihr meint. Bin noch nicht blöd. Das wäre aber hier in der Ethereum-Schmiede. Fühlt sich so anders an. Warm. Fast als ob. Kochen. Okay, hier kann nichts rauskommen. Ja. Nun, lasst uns den Dampf vertreiben, damit wir was sehen können. Das Beste. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir jede Hilfe gebrauchen können. Sind ja nur ein paar Spinnen. Das wird euch eine Lehre sein. Das geht ja noch. Sonst noch was? Was macht ihr? Ah, da hinten ist noch einer. Boah, zwei Seelensteine. Mach ich. Autsch! Autsch! Sehr schön. Zum Glück sind wir bei ein paar mehr. Lass dich unseren Atronaren-Freund nochmal. Verdammt. Ihr Götter.
Seht ihr das, was ich sehe? Ding spritzt Lava. Oder hat Lava gespritzt? Alles in Ordnung? Ich kann es selbst kaum glauben. Wir haben es geschafft. Wir haben es wirklich geschafft. Es gibt nur noch eines, was wir tun müssen. Wir müssen beweisen, dass es tatsächlich funktioniert. Dass dies die echte Ethereum-Schmiede ist. Und wie sollen wir das beweisen? Indem wir etwas schmieden, natürlich. Macht nur, nach allem, was ihr getan habt, gebührt euch die Ehre. Und etwas schmieden? Womit denn? Hier gibt es kein Ethereum, oder? Verdammt! Moment, doch, hier gibt es sehr wohl welches. Die Splitter, die wir gesammelt haben, sie bestehen aus reinem Ethereum. Erinnert ihr euch? Ja. Nicht viel, aber es sollte reichen. Mit ihnen und den Dingen in diesem Raum haben wir alles, was wir brauchen. Glaubt ihr, dass es irgendwo noch mehr von diesem seltsamen Metall gibt? Ich weiß nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Es ist ein Wunder, dass nach all den Jahren noch so viel vorhanden ist. Mach das Beste daraus. Dies ist vielleicht die einzige Chance, die Schmiede jemals zu gebrauchen. Wahrscheinlich. Noch mal sehen. Zwergischen Metallbarren, einen Goldbarren und zweimal einen makellosen. Das sind so vier. Ah, da hinten. Sehr schön. Also, einen Barren brauche ich. Was haben wir hier? Mal alles mitnehmen. Dynamo-Kern. Wenn wir uns hier noch umsehen. Wir haben alle Seelensteine dabei. Die lasse ich mir nicht entgehen. Nichts dabei. Seelenstein. Auch nichts dabei. Wollen wir doch mal sehen. Ja. Die Ethereum-Krone. Sie wird das Zeichen meiner Macht werden. Wunderschön. Diese Krone. So habe ich sie mir in meinen kühnsten Träumen nicht vorgestellt. Und damit wäre es vollbracht. Niemand kann jetzt noch bezweifeln, was wir hier gefunden haben. Katria. Ohne euch wäre es mir nie möglich gewesen, dieses Meisterwerk zu kreieren. Es wird das Zeichen meiner Macht und euer Name soll nicht vergessen werden. Deswegen, danke an euch. Ich habe so lange auf diesen Moment gewartet. Wir haben sie gefunden. Endlich. Und jetzt kann ich endlich ruhen. Lebt wohl, mein Freund. Wo eure Reise euch auch immer hinführen mag. Das ist ziemlich anziehend, die ätherische Krone. Sieht gut aus. Euer König Serrano. What now? Was denkt ihr gerade? I read this book once. Oh, that was ages ago, really. And it was already falling apart. It had a very sweet love story between a woman and a vampire. Of course, when I was very young, I had a soft spot for romance. It was so silly, too. The vampire glowed in the sun,
Whoever came up with that hogwash. Serana? I'm glad you're here. Ich. Was denkt ihr, was wir nun machen sollen, nachdem ihr Alduin an eurem Körper tragt? I don't know, honestly. More adventures, I guess? You take the pick. Come on, let's move. Sarik? Wollt ihr euch etwas fragen? If you must. Was gibt es Neues von euch, nachdem wir hier die Legende gefunden haben? Listen closely. Sarik will give you some tips on sneaking that he has picked up over the years. Perhaps they will be useful to you. Vielleicht später. Yes, I too am fond of wasting the resources at the tips of my claws, no matter how valuable they may be. Fine. So. Mal den Rest hier noch anschauen. Ah, hier ist auch noch was. Aufhebung. Lexikon. Dedrick Lord. Das? Was habe ich jetzt hier gelernt? Was ist das? Wollen wir das mal sehen? Diese Dwemer-Magie, diese lauten Magie. Interessant. Einen Dedrischen Lord also. Da hat sich der Ausflug nach hier unten doch definitiv gelohnt. Ne, Bro? If you're ready, then I'm ready. Müsst noch was für mich tragen. Others might mind, but I don't. Gut. Nehmt die Maske auch noch an euch. Los geht's. I'm willing to leave. Dann wollen wir uns hier rausbewegen. Ach, und hier sind sie gekommen. Dann verlassen wir. Verlassen wir diesen Ort, wie wir ihn betreten haben. Genau, das war der Dedrische Lord. Würde den gerne mal in Aktion sehen. Ob er mit dem Atronachen mithalten kann. Werden wir dann im nächsten Kampf sehen. Aber laut, wenn Laubmagie sogar so mächtig ist. Um Dedra zu beschwören. Kein Wunder, dass die Dwemer nicht viel von Göttern gehalten haben, weil man mit ihnen in Konkurrenz stehen kann. Weil das Symbol meiner Macht ist geschmiedet worden. Man kann mich jetzt nicht mehr abwimmeln. Lasst uns in der Sonne schwelgen und schauen, wo uns die Zeit hinführt.